Hey ho, ihr Lieben. Ja, ich möchte euch nochmal kurz bitten, dass ihr Fragen in die Kommentare stellt fürs 900-Abonnenten-Special. Nicht vergessen, das ist echt recht wichtig. Und ja, es wird jede Frage beantwortet, wie ich schon gesagt habe. Also bitte Fragen stellen. Ja, bis dann. Viel Spaß. Hallo ihr lieben Leute und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Commentary auf meinem Kanal. Ja, heute ist es mal wieder ein nachkommentiertes Gameplay und im Hintergrund seht ihr erstmal ein Frei für alle von mir erspielt. Es ist jetzt nicht wunder wie gut, aber auch nicht so schlecht. Ich würde einfach sagen, es ist vollkommen akzeptabel. Ja, den Endscore lasst euch überraschen. Ich bin leider sehr unglücklich gestorben. Und wenn ihr euch fragt, warum ich diesen einen Typen dann nicht getötet habe, ganz einfach ist der lieber Joni gewesen und ja, warum soll ich halt Joni töten, das wäre halt, wie ich finde, ein bisschen sinnlos. Ja, ich habe heute einfach mal wieder mir ein bisschen was rausgesucht, was ich so mit euch bequatschen könnte, beziehungsweise mit was, über was ich ein bisschen reden könnte. Ich habe ja dafür extra so ein stylisches Textdokument hingeschrieben. Und zwar, ich dachte mir einfach mal so, ich kläre das jetzt ein bisschen auf hier, wegen meinem Headset. Es wird ab und zu mal echt gefragt, warum ich mein Headset immer nicht bei der PlayStation anmache. Ich habe ja halt ein Headset und ich könnte damit auch reden, aber ich mache es halt sehr, sehr ungern. Und ich könnte euch, ja, ich glaube, ich werde euch das kurz erläutern, warum. Also, ich glaube, ein Großteil müsste den lieben, Entschuldigung, Mist, ein Großteil müsste den lieben Felix96 kennen. Und bei Felix ist es so, er hat überhaupt keinen guten Ruf, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich finde diesen Typen eigentlich sehr sympathisch. Aber sehr, sehr viele Leute sagen halt, Felix raged nur rum. Und ja, das kann ich irgendwie letzten Endes nicht verstehen, weil es ist doch normal, dass man sich beim Spielen aufregt. Das zeigt doch nur Ehrgeiz beim Spielen und ja, wenn man mal sagt, der Typ ist ein, ja, ein Arsch oder so, dann ist das, finde ich persönlich, das jetzt nicht wunder, wie schlimm. Das gehört beim Spielen mal dazu und ich will das auch niemandem übel nehmen. Aber es gibt halt wirklich ein paar Leute, die dann sagen, hey, der raged nur rum und ja, das würde ich persönlich, das finde ich einfach nicht gut und deswegen muss ich sagen, habe ich mein Headset sehr ungern an. Also nicht damit ihr jetzt denkt, dass es mit euch zu tun hat oder so. Das hatte ich nämlich auch schon mal. Dass Leute gedacht haben, hey, Final, du magst mich nicht. Nee, Pustekuchen. Sondern einfach damit ich ein paar Missverständnisse aus dem Weg gehen kann. Ja, so viel hätte ich dazu jetzt gesagt. Und ich dachte mir so, dass ich ein bisschen was anderes bzw. allgemeines euch noch erzählen könnte. Natürlich vor diesem Video werde ich nochmal schnell sagen, dass ihr bitte Kommentare bzw. Fragen stellen sollt, denn wie ihr vielleicht wisst, ist das 900 Abonnenten Special ein FAQ und ja, sind Fragen echt sehr, sehr wichtig und ich möchte nicht einfach nur so 10 oder 20 Fragen haben, da sollten schon 50 oder so zusammenkommen, weil es auch recht lange gehen soll. Also bitte Fragen in die Kommentare schreiben, egal welcher Art. Macht das einfach. Ich werde das vor dem Video auch nochmal kurz einsprechen, dass man, denn das ist mir echt sehr wichtig. Ja, so viel hätte ich dazu gesagt. Dann noch, ja, wir haben bald Weihnachten, ja, und mich würde mal brennend interessieren, was ihr so euch gewünscht habt. Oder vielleicht wisst ihr auch, was ihr bekommt. Ich persönlich habe mir nur noch einen Popschutz für mein Mikrofon zugelegt zu Weihnachten. Ja, ich habe mir mein Weihnachtsgeschenk halt selber gekauft. Und ja, um Wunder, wie viel mehr bekomme ich und möchte ich zu Weihnachten noch gar nicht haben. Soweit habe ich halt alles und meine Eltern haben mich ja zu dem damaligen Zeitpunkt, wo ich halt meinen neuen PC gekauft hatte, der irgendwie 1600 oder so gekostet hat, haben die mich geldlich unterstützt und deswegen sagte ich, komm, Weihnachten muss, da kaufe ich mir selber, was ich brauche und dann ist gut. Jo. Also schreibt mal in die Comments, ob ihr irgendwas Spezielles bekommt. Vielleicht bekommt der ein oder andere von euch eine PS4. Ja, schreibt einfach mal rein. Jo, dann möchte ich nochmal hier den Newcomer, ich möchte euch einfach mal zu dem Uncharted 3 Newcomer sozusagen, ja, weiterempfehlen oder weiterleiten, und zwar der X7, ja, es ist ein sehr, sehr neuer YouTuber, und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, dafür, dass er noch sehr, sehr am Anfang ist, macht er extrem gute Videos, muss man ernsthaft so sagen, und ich glaube, er ist wirklich ein richtig intelligenter Fuchs. Er hat sich erstmal die größeren YouTuber so angeguckt, hat sich ein bisschen was von denen so, allgemein von der Technik her angeguckt, wie sie ihre Videos so machen. Und jetzt hat er natürlich von allen so ein bisschen was drin, ist mir so irgendwie aufgefallen. Und wirklich sehr, sehr gut. Also eine geile, sehr gute Zusammenfassung ist der Typ. Und ja, Link ist in der Videobeschreibung genauso wie vom lieben Joni. Und ich denke, im Hintergrund seht ihr den Beat von Jetties Productions. Ja, der ist auch in der Videobeschreibung. Also wenn ihr Musik braucht, die dürft ihr verwenden von ihm, wenn ihr ihn verlinkt. Und ja, ist auf jeden Fall voll akzeptabel, seine Beats, die er macht.
Ja, soweit hätte ich es jetzt gesagt. In letzter Zeit muss ich auch sagen, macht das Spiel wieder sehr viel Spaß, Uncharted. Bloß ich muss es halt auch vorproduzieren, weil ich über Weihnachten und Silvester bei meiner Oma bin in Berlin. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Weiß ich gerade nicht mehr genau. Deswegen muss ich ein bisschen vorproduzieren. Und ja, deswegen mache ich das jetzt hier einfach auch erstmal mache ich deswegen das Commentary hier sehr spät. Und ja, deswegen brauche ich auch sehr viele Gameplays. Deswegen finde ich es auch gut, dass bei mir im Moment echt läuft. Also muss ich einfach so sagen, ich habe in der letzten Zeit wieder, ihr wisst vielleicht noch, als ich gesagt habe, dass ich jetzt 20 Rampants hatte auf dem Account. Jetzt sind es mittlerweile schon 29. Und dieses hier war auch fast wieder Rampant. Alleine heute, am Samstag, habe ich schon wieder zwei oder drei gerissen gehabt. Also macht in letzter Zeit wirklich sehr Spaß. Und ich spiele auch öfters eher mit Zweier- und Dreier-Lobbys, weil ich einfach, ja, macht mir einfach übelst Spaß. An der Stelle Grüße an den lieben Big Foot oder so, also Justin, und an den lieben Sturmmantel und Joni und all die Leute, mit denen ich ab und zu mal zocke. Ihr seid echt übelst gut drauf. Ja, mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Und ja, soweit hätte ich jetzt das thematisches, keine Ahnung, wie nennt man dieses Wort? Das ist rein thematisches, glaube ich. Also das, was jetzt wichtig war, das habe ich jetzt schon mal gesagt. Ja, ich denke mal, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Dann zeigt ihr mir halt, dass es euch gefällt. Und ich finde einfach, alleine weil Google Plus die Kommentare schon so kacke gemacht hat, finde ich das mit den Likes recht wichtig, da ich da halt sehe, wie das Video bei euch ankommt. Und ja, jetzt noch kurz überlegen. Ich denke, das müsste es gewesen sein. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Und dann wünsche ich euch jetzt ein schönes Weihnachtsfest. Wie ihr wisst, kommt auch ein Weihnachtsspecial. Das kommt so gegen Weihnachten, also genau am Weihnachtstag. Und ich denke mal, das wird so gegen, ja, zwischen 8 und, sagen wir, 8 und 10 Uhr. Ja, so abends, wo ihr vielleicht hier so chillig auf dem Sofa sitzt. Ich denke mal, so wird ein Weihnachtsspecial kommen. Ist auch nichts Besonderes, aber ich denke mal, das müsste ganz cool sein. Jo, das Gameplay ist zu Ende, ist doch ein recht akzeptabler Score. Und dann, jo, bis dann, euer Final, und dann würde ich mal sagen, ciao.